möchte dich ganz herzlich begrüßen zur Reihe der Persönlichkeitsentwicklung und die 6 Nebenübungen. Schön, dass du wieder dabei bist und mit mir den letzten gemeinsamen Schritt auf diesem Schulungsweg gehst. Heute nehmen wir uns die 6. Nebenübung vor, die wahrscheinlich am schwierigsten zu begreifen ist. Doch bei näherer Betrachtung erschließt es sich, was hinter der 6. Nebenübung steckt. Ich möchte gleich zu Beginn Rudolf Steiner sprechen lassen. Damit sind 5 Eigenschaften der Seele genannt, welche sich in regelrechter Schulung der Geistesschüler anzueignen hat. Die Herrschaft über die Gedankenführung, die Herrschaft über die Willensimpulse, die Gelassenheit gegenüber Lust und Leid, die Positivität im Beurteilen der Welt, die Unbefangenheit in der Auffassung des Lebens. Wer gewisse Zeiten aufeinanderfolgend dazu verwendet hat, um sich in der Erwerbung dieser Eigenschaft zu üben, der wird dann noch nötig haben, in der Seele diese Eigenschaften zum harmonischen Zusammenstimmen zu bringen. Er wird sie gewissermaßen je 2 und 2, 3 und 1 und so weiter gleichzeitig üben müssen, um Harmonie zu bewirken. Hier gibt Rudolf Steiner also eine sehr konkrete Anweisung, wie wir die bisherigen 5 Übungen im Zusammenklang üben sollen. In den 5 Nebenübungen haben wir unsere seelischen Fähigkeiten, das Denken, das Wollen und Fühlen kultiviert oder man könnte auch sagen veredelt. Hören wir nochmals Rudolf Steiner über das Ziel dieser Nebenübungen. Die Art, wie diese Herrschaft durch Übung herbeigeführt werden soll, hat ein zweifaches Ziel. Einerseits soll der Seele dadurch Festigkeit, Sicherheit und Gleichgewicht so weit eingeprägt werden, dass sie sich diese Eigenschaften bewahrt, auch wenn ein zweites Ich aus ihr geboren wird. Andererseits soll diesem zweiten Ich Stärke und innerer Halt mit auf den Weg gegeben werden. Der aufmerksame Zuhörer hat sicherlich herausgehört, dass wir auch hier wieder 2 Seiten betrachten, nämlich die exoterische und die esoterische Seite. Der Blick der exoterischen Betrachtung auf den übenden Menschen wird eine Festigkeit in der Seele bemerken, die sich durch ein sicheres, zielorientiertes, geführtes Leben zum Ausdruck bringt. Die esoterische Seite aber zeigt sich subtiler. Rudolf Steiner spricht lediglich von der Geburt eines zweiten Ichs. Aber was ist damit eigentlich gemeint mit dem zweiten Ich? Ganz vereinfacht könnte man sagen, das erste Ich, das ist unser Alltags-Ich, unser gewöhnliches und nur allzu menschliches Ich. In den ersten 4 Nebenübungen beschäftigen wir uns damit, indem wir unsere seelischen Eigenschaften polieren, als ob wir einen rohen Edelstein feinschleifen wollten. Das zweite Ich ist unser höheres Ich, in welches die geistigen Kräfte hereinragen. Da das Ich der Mittelpunkt der Seele ist, können wir bemerken, ob in einem Menschen mehr vom höheren Ich lebt oder mehr vom niederen Ich. Je mehr das höhere Ich zur Entfaltung in der Seele kommt, umso edler wird uns der Mensch erscheinen. Dominieren dagegen die Kräfte des niederen, leibgebundenen Ich, erscheint uns der Mensch näher an egoistischen Trieben und Leidenschaften. Menschen, die das höhere Ich ausgebildet haben, erkennt man daran, dass sie sich mit aller Hingabe einer überpersönlichen, gemeinwohlorientierten Sache, einem Ideal hinwenden. Und man erkennt sie auch daran, dass sie sich nicht nur mit dem irdischen Dasein verbinden, sondern mit der geistigen Welt verbunden sind und übersinnliche Fähigkeiten angeeignet haben. Sie sind hellfühlig oder hellsichtig und ahnen ihre karmische Vergangenheit. Sie haben einen Bezug zu den Verstorbenen und denken ihr eigenes höheres Ich als ewigen Geistkeim, den sie von Leben zu Leben, von Inkarnation zu Inkarnation mit sich tragen. Der Schulungsweg der 6 Nebenübungen ist also so angelegt, dass er in den ersten 4 Nebenübungen das Alltags-Ich schult, in der 5. Übung einen Übergang zur Vorbereitung des Eintritts in die geistigen Welten bietet und der Quantensprung dort hinein dann ist die 6. Nebenübung. Der Zusammenklang aller vorigen 5 Übungen. Zum Abschluss möchte ich nochmals Rudolf Steiner zu Wort kommen lassen. Die 6. Eigenschaft ist das, was jeder von selbst erhält, wenn er die angeführten Eigenschaften entwickelt hat. Das ist die innere Harmonie. Die innere Harmonie hat der Mensch, der die anderen Eigenschaften hat. Und weiter heißt es dann, hat der Mensch diese Eigenschaften in sich entwickelt,
dann ist er über alle Gefahr erhaben, die die Spaltung seiner Natur in ihm bewirken könnte. Dann können die Eigenschaften seiner niederen Natur nicht mehr auf ihn wirken. Dann kann er vom Wege nicht mehr abirren. Daher müssen diese Eigenschaften mit großer Genauigkeit herausgebildet werden. Dann kommt das okkulte Leben, dessen Ausdruck eine gewisse Rhythmisierung des Lebens bedingt. Es ist hier nochmals zum Ausdruck gebracht, dass es darum geht, die niedere Natur in den Griff zu bekommen, im Zaum zu halten und mehr die geistige Natur in uns einziehen zu lassen und ein spirituelles Leben zu führen. Möge es uns allen gelingen, die 5 Nebenübungen immer wieder und wieder zu üben, damit wir uns zu dem Menschen entwickeln, von denen der kleine Prinz sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Dann werden wir zu Herzdenkenden und können mit dieser Fähigkeit uns selbst und die Welt wandeln, zum Segen für die ganze Menschheit. Schließen wir mit einem Zitat aus dem Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?« Sich vervollkommnen ist keineswegs Selbstsucht, denn der unvollkommene Mensch ist auch ein unvollkommener Diener der Menschheit und der Welt. Man dient dem Ganzen umso besser, je vollkommener man selber ist. Hier gilt es, wenn die Rose selbst sich schmückt, schmückt sie auch den Garten. Uns allen gutes Gelingen auf unserem Schulungsweg durch die 6 Nebenübungen. Vielen Dank für deine Treue und hoffentlich bis bald.